Servus, liebe Leute, heute zum knappesten Fight, den die Clash Royale Geschichte jemals gesehen hat. Ich hoffe, es ist auch so. Ich habe mir den Fight vorher mal angeguckt von dem guten Lenny aus Knights of Honor. Mächtig, mächtig, mächtig. Also dieser Fight ist echt episch und das ist bisher der knappeste Fight ever. I've ever been seen. Okay, so far. Okay, nee, Englisch lassen wir es gut sein. Da habe ich jetzt nämlich keinen Bock drauf. Wie beginnt's denn? Es beginnt erstmal grundsolide mit ein bisschen Schweinereiter Minions Action. Ja, Giftzauber habe ich euch auch noch nicht so wirklich getestet, um ehrlich zu sein. Das wird vielleicht die Tage, die Jahre, die Wochen, die Jahrtausende mal kommen. Ja, die Zeit mangelt. Die mangelt. Ich muss mal wieder 2 Videos hochladen. Ich habe so viele Videos auf der Platte liegen. Aber das Problem ist halt immer, die zu bearbeiten und ja, pipapo. Das heißt, das Aufnehmen ist drum und dran, alles eigentlich gar kein Problem. Nur das ständige Bearbeiten ist hundsnervig. Das heißt, je länger das Video wird, desto mehr muss ich bearbeiten, desto weniger Videos kommen. Aber ich krieg das schon hin. Ein Video am Tag kriege ich hin. Heute zwar später ausgehabt, deshalb kommt das Video ein bisschen später. Tut mir leid, aber ihr seht's. Sieht eigentlich noch gar nicht so knapp aus, das ganze Match hier. Hätte man immer noch sagen können, ja, easy Sieg für den guten Lenny, oder Lenny. Ja, aus Simpsons erinnert mich der Lenny gerade ein bisschen. Kann ja sein, vielleicht spielt er in Simpsons mit. Muss ich mal fragen, ob er in Simpsons mitspielt. Ja, richtig, richtig witzig. Ja. Ansonsten läuft es gerade auf dem Kanal echt, echt mächtig, aber ich will nicht wieder so viel drum rumschwafeln über alles, über Gott und die Welt, aber das kommt natürlich auch alles, geht klar. Mann, 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 der Schulle. Und leider kam The Room nicht so ganz gut an, ich wollte es mal erwähnt haben, The Room. Tut mir leid, aber es kam wirklich gar nicht gut an. Ja, was willst du machen? Was will man machen? Kam halt nicht an und sorry, aber deshalb werde ich The Room auch wieder sein lassen. Hätte gedacht, dass sich ein paar mehr Leute angucken, wo ich das jetzt auf einem 46 aufrufe, ist eigentlich traurig nach einem Tag, eineinhalb Tage und 16 Daumen hoch ist stark, kein Daumen runter, aber die Aufrufe, die sind für die Katze eigentlich. Ich will es jetzt ehrlich sagen, ich könnte jetzt auch sagen, ja, 46 Aufrufe, 16 Likes. Ja, da geht's mal mehr, aber Likes hoch oder so, nee. Wenn es euch halt nicht gefällt, dann werde ich es auch nicht weiter machen. Genauso wie Soccer Stars kam auch nicht so wirklich an. Auf jeden Fall schon besser, 62. Das Video habe ich drin gelassen, das andere habe ich rausgenommen. Das The Room, das war, na, nicht der Rede wert eigentlich. Ansonsten immer grundsolide über 100, also ich immer 98, hier mal was. Naja, ich will eigentlich hier über das knappeste Match reden und laber trotzdem drumherum. Can You Beat Me geht auch bald weiter, keine Sorge, das geht ab. Hoffe ich. Und ihr seht, jetzt kommt gleich die spannendste Szene ever. Ihr seht, Fireball und er war bei einem Elixier. Shit happens. Alter, der Fight. Junge, Junge, der Fight, der war so übel eng. Naja, kann man nichts dran ändern. Also ich würde sagen, dann war's das für die ganz, ganz kurze Folge. Haut mal kräftig rein. Bis dann, man sieht sich bei einer weiteren Folge. Clash Royale, denn andere Spiele werde ich jetzt in Zukunft eher nicht mehr machen, denn es scheint nicht so gut anzukommen. Deshalb bleibe ich bei Clash Royale und Clash of Clans. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, außer ihr habt wirklich Spielvorschläge, die ich machen soll. Aber dann bitte erstmal reinschreiben und ich werde sonst keine anderen Spiele jetzt erstmal bringen. Aber mal sehen. Also, ich würde sagen, ich bin da mal raus. Haut rein, schönen Tag noch. Bis dann. Ciao, ciao.
limba română se dă răsprind țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puie bă te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când aia e la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sap pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5.